Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und das natürlich mit Herz und mit Herz dabei. Michael, der Kameramann. Genau, und wir sind nämlich richtig hier jetzt in Weihnachts- und Winterstimmung. Winter haben wir ja auch schon ein bisschen alle gehabt und das ist natürlich total schön. Und das ist hier unsere winterliche, weihnachtliche, ja, ich sag einfach mal, Deko-Idee für jedes Glasgefäß und das mit der wunderschönen Amaryllis. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie diese wirklich natürliche Weihnachtsdeko funktioniert mit der Amaryllis, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unsere Deko mit der Amaryllis. Und da fangen wir auch gleich schon mal an. Hier habe ich die Amaryllis. Die sind beide weißblühend. Die habe ich aus dem Topf genommen, ein bisschen unterm Wasserhahn gehalten und ein bisschen gereinigt. Dann habe ich hier diese naturbelassenen Holzsternchen sowie diese Äpfel gewachst in diesem schönen Grün. Mit so frostigem Weiß sind die gemacht. Dann habe ich noch einiges an Grünabschnitt. Ihr könnt aber alles nehmen, was ihr habt. Auch Thuja-Tanne und. Dann habe ich heute Birkenäste gefunden und die habe ich eben schon mal zusammengezwirbelt, weil wir haben es eben schon mal gedreht und der Ton ging nicht. Dann habe ich hier die Kiefernäste, die sind hier schon relativ lange bei uns im Filmraum, aber auch die kann ich noch wunderbar gebrauchen. Dann habe ich eine Heißklebe, Wickeldraht, eine Leuchtlichterkette, Leuchtlichterkette, genau, ein bisschen Moos und ich würde sagen, es geht los. Wie gesagt, Plan B, ich nehme das nicht nochmal auseinander. Ich habe hier eben gerade einen Birkenast genommen, den um die Vase gelegt, einfach nur Maß genommen und mir oben abgezogen. Dann habe ich den Bindedraht herumgelegt und zwei Äste miteinander verbunden. Und jetzt habe ich einen super Durchmesser und ich kann es jetzt wieder hier auf die Vase stecken. Und es hält wunderbar, ohne es mit Klebe oder irgendetwas anderem zu fixieren. Birkenäste sind natürlich wunderbar, weil die sehr fein und ja, die sind sehr flexibel, sagen wir es einfach so. Mir war es wichtig, als ich die zusammengebunden habe, dass die Äste noch ein bisschen rausspringen, weil gerade das macht die Deko nachher super charmant. Das heißt, nachher können wir das auch nach oben und unten bewegen, so wie ihr es gerne hättet. Ich werde jetzt hier mein Grün, also egal welches Schnittgrün ihr habt, werde ich mein Schnittgrün nehmen und das ein bisschen hier auf Länge schneiden und das hier in mein Geäst hineinarbeiten. Ich werde jetzt hier auch noch mal ein bisschen Grün eben abmachen und einfach hier in unsere Birkenäste hineinstecken und es hält wunderbar. Es riecht auch wunderbar und ich werde jetzt alle meine kleinen Ästchen und großen Ästchen nehmen und das einfach hier wieder in unser Geäst hineinstecken. Steckt das einfach querbeet. Was bei diesem Grün ganz gut ist, dass es nicht so schwer ist. Wenn man natürlich Tanne hat, die ist ein bisschen schwerer. Da muss man natürlich aufpassen, dass es dann auch passt. Dann müsste man wirklich nachher gucken, ob man mit Heißklebe oder wie auch immer sich eine Bordüre rundherum legt und das noch als Hilfe nimmt. Aber so jetzt einfach mit dem Stecken ist das wirklich leicht und es hält auch wirklich fantastisch. Ich stecke mir das einmal komplett obenrum herum. Einmal schön rumgesteckt, gefällt mir wirklich gut. Ist eine
ganz tolle natürliche Bordüre geworden. Ihr müsst mal gucken mit den Ästen, ja, ob ihr da mehr oder weniger nehmt. Also ich finde das so wirklich fantastisch. Und das Gute ist, man kann es nachher hoch und runter stellen, gerade mit der Amaryllis. Die wächst ja nachher richtig toll nach oben hinaus. Und ja, wenn man sie dann mehr sehen möchte, kann man es weiter runterschieben oder beziehungsweise am Anfang weiter runterschieben und nachher ein bisschen nach oben schieben, wenn die Blüte nach oben hin rauskommt. So, ich möchte jetzt gerne unten als Basis ein bisschen Moos reinmachen. So, ein bisschen Moos kommt unten rein. Die wunderbare Amaryllis, die setze ich mir jetzt hier mit drauf. Und da passen auch wirklich zwei Stück wunderbar hinein. Und auch, ich liebe das Braun, Grün, eine tolle Kombi. Und man kann es unten sehen, das ist natürlich jetzt fantastisch. Und ich finde jetzt so diese Wachsäpfelchen, die geben den jetzt auch nochmal einen ganz tollen Charme. Einen super tollen Deko-Effekt, gerade jetzt hier mit dem Ton. Da könnte man jetzt aber auch weiße Glitzer nehmen, wenn man es so richtig schön winterlich haben möchte. Und ja, ich denke, das passt hier ganz gut. Ich mache die jetzt hier nochmal eben damit rein. Lichterkette, ich liebe diese Lichterkette. Die haben wir schon so lange. Und dieser Kupferton, das ist so ein toller, warmer Ton, auch hier mit den Lichtern. Und ich würde mir die ganz gerne hier einfach nur oben herumlegen, so als kleinen Kranz. Und das geht auch, die ist relativ leicht. Und hält auch wunderbar. Jetzt nehmen wir die Natursterne, ein bisschen Halsklebe. Und jetzt könnt ihr die hier auch nochmal überall an die Äste mit zwischensetzen. Einfach nur so ranhalten, eben ein bisschen Halsklebe und draufsetzen. Das hat richtig Spaß gemacht nochmal. Hier überall die Sternchen rangeklebt. Jetzt auch gerade, wo die Lichterkette an ist. Toll, macht mir richtig Freude. Und ich denke, so passt das jetzt auch gerade mit dem Kranz. Das heißt, man kann unten die Amaryllis sehen. Und oben hat man dann nochmal diesen natürlichen Abschluss. Ich werde jetzt hier meine Kiefernadeln nochmal abmachen. Und ich habe ja jetzt hier überall so kleine Ästchen rausstehen. Und ich werde mir die hier jetzt einfach noch mal so oben rauflegen. Und das hält wunderbar. Ihr könntet euch das festheften, aber wenn man die Nadeln so rum macht, halten die wirklich wunderbar. Finde ich total schön. Und das bleibt ja sowieso an einem Ort, aber auch so einen kleinen Transport können die wunderbar überstehen. Und überall, wo ich jetzt meine Ästchen habe, werde ich meine Nadel nehmen und die überall nochmal mit draufsetzen. Ruckzuck und fertig sind wir. Das ging so schnell heute, unglaublich. Wir haben noch ein bisschen gequatscht, habe die Nadeln da so ein bisschen rangemacht und da kann man wirklich alles machen. Ja, und mit den Sachen, die man hat, man braucht wirklich nur ein Glasgefäß, eine Amaryllis und ein bisschen Schnittgrün und Äste und es kann losgehen. Und ihr Lieben, wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten, weil dann würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Wir sind auf alle Fälle schon in Weihnachtsstimmung, ne Micha? Jawohl. Wir freuen uns schon, es geht nämlich jetzt bald los, sind nur noch ein paar Tage. Deswegen, ihr Lieben, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag heute. Fühlt euch ganz doll umarmt, gedrückt. Also bis bald, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Ganz genau. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.